Hey Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Heute zeige ich euch ein Step-Dash-Tutorial und ich würde sagen, wir reden gar nicht groß drum rum und fangen direkt an. Gut, ich würde sagen, der erste Schritt bei dem Tutorial ist erstmal, dass ihr nach vorne fliegt. Ja, es ist ganz egal, ob ihr einen Speedflip macht, ob ihr dabei boostet, ob ihr nicht boostet. Ich glaube, es ist nur wichtig, dass ihr Gas dabei drückt, also bei mir R2. Ihr jumpt einfach nach vorne, macht den ganz normalen Flick, ja, ganz egal in welche Richtung, einfach nach vorne. Ich glaube, mit dem Frontflip wird es sehr schwierig, deswegen macht so einen Sideflick oder Speedflip, wie ihr möchtet. Und der nächste Schritt ist dann eigentlich, sobald ihr landet, ja, das heißt, ihr kommt auf den Boden an. Und ich glaube, es ist auch besser, wenn man zuerst vorne mit dem Auto ankommt, das heißt, man landet quasi vorne zuerst. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Wenn ich jetzt versuche, gleichzeitig zu landen, dann sieht es so aus. Oh, das ist ein Ball. Und wenn ich versuche vorne zu landen, sieht das so aus. Ja, ich habe extra mein Controller-Overlay an. Ich weiß nicht, ob man daraus irgendwas erkennen kann. Aber auf jeden Fall vorne landen finde ich auf jeden Fall besser. Und eigentlich, wenn ihr landet, müsst ihr eigentlich nur die Sprungtaste danach drücken. Das heißt, ihr landet und müsst im richtigen Moment die Sprungtaste drücken. Habt ihr gesehen, dann poppt das Auto so hoch. Ja. Und sobald das Auto dann hoch poppt, müsst ihr einen Wave Dash nach vorne machen. Ja, Wave Dash einfach hier in den Boden reinspringen, am besten die Drift-Taste noch dabei drücken, dass man schön nach vorne sliden kann. Man kann es natürlich auch abrupt machen, so. Auf jeden Fall reinjumpen mit dem Speedflip, im richtigen Moment jumpen und dann nach vorne den Wave-Dash machen. Und dann müsst ihr einfach nur das richtige Timing finden. Das ist jetzt am Anfang für mich auch nicht so einfach. Es gibt halt diesen Jump dann, dass du so bist, ja genau, dass du also nur so halb hoch poppst. Und ab und zu passiert mir das auch noch, dass ich so ganz nach oben jumpe. Aber das ist so, glaube ich, nur, weil ich mich so sehr darauf konzentriere, weil in-game, also ich versuche das auf jeden Fall auch in meinem Movement mit einzubauen. Aber da kommt man auf jeden Fall rein. Das ist auf jeden Fall eine sehr leichte Mechanik, würde ich sagen, ja. Also ihr müsst eigentlich nur reinjumpen, im richtigen Moment dann springen. Ihr müsst, glaube ich, nicht mal unbedingt darauf achten, ob euer Auto vorne landet. Ja, es geht auch so. Genau. Also nochmal, alles zusammen. Ihr macht einen Flip nach vorne. Sobald ihr landet, jumpt ihr, dass euer Auto nach oben kippt. Ja, nochmal. So. Und am Ende macht ihr einfach nur noch einen Wave Dash nach vorne oder halt dann, wenn euer Auto zur Seite hochgeht, zur Seite. Aber am besten nach vorne. Ah, nochmal gechoked. Ja, genau so ungefähr. Mehr kann ich dazu aber auch nicht erklären. Bei Fragen einfach in die Kommentare schreiben. Ich versuche euch zu helfen. Am Anfang wird es wahrscheinlich ein bisschen scuffed sein. Vor allem, wenn ihr jetzt noch nicht so Ground Control habt. Aber es ist auf jeden Fall nicht so schwer zu lernen. Der Vorteil beim Step-Dashen ist einfach, dass man auch ohne Boost ziemlich schnell Supersonic werden kann. Ja, du könntest jetzt mit Speedflips dich Supersonic machen. Hier. Oder du machst halt einen Speedflip into Step-Dash und bist dann halt auch Supersonic. Wenn du das halt dann perfekt kannst, dann ist das nochmal ein bisschen schneller. Genau, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt einfach einen Kommentar. Ich versuche euch zu helfen. Und lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.